Hier ist Radio Ginseng mit der Weihnachtssendung und wir bereiten Weihnachten gemeinsam vor. Gemeinsam mit Beate Schmidtke. Beate Schmidtke ist seit vielen Jahren hier in Grünheide zu Hause. Beate, Musik ist für dich das halbe Leben, mindestens das halbe Leben. Wann hat das begonnen bei dir? Oh, da müssen wir weit zurückgehen. Musik spielte eigentlich schon am Anfang meines Lebens eine Rolle. Vielleicht nicht so, wie man sich's vorstellt. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und es war selbstverständlich, dass wir viel gesungen haben. Regelmäßig gesungen, viele Lieder, mehrstimmig gesungen und ich habe den Chorgesang bis heute im Ohr und zu jedem Lied eine zweite oder dritte Stimme, die ich auch singen kann. Das ist so ganz, das habe ich so richtig mitgenommen. Das, was du mit dieser Art des selbstständigen Lernens erfahren hast, ist das Gefühl für Leute, die eben keine Musikschule besucht haben. Ja, ich habe das erst nach einiger Zeit gemerkt, dass mein Herz schlägt für die Menschen, die Musik machen möchten, aber im Leben oft daran gescheitert sind, mit der Musikschule nicht klargekommen sind, Instrumente in die Ecke geworfen haben und gesagt haben, nie wieder lerne ich ein Instrument, die aber einfach gerne singen und das eigentlich gerne machen würden, aber so oft enttäuscht und entmutigt worden sind durch andere. Ja, das ist ja wirklich irre zu hören, wie du das begonnen hast und wie du das jetzt weitergeben kannst. Ja, wie gestalten wir das jetzt in der Weihnachtszeit? Darüber habe ich lange nachgedacht und mein Mann hat mich auf die entsprechende Idee gebracht, das Ganze jetzt dann auch virtuell stattfinden zu lassen, so wie es bei vielen ja auch ist. Und ich habe mir gedacht, wir haben ja Gitarrenbücher, mit denen wir zusammen in der Gruppe immer gespielt haben. Da gibt es einen großen Teil auch an Advents- und Weihnachtsliedern. Und ich habe gedacht, ich werde diese Weihnachtslieder einsingen, aufnehmen auf Video und auf meinem YouTube-Kanal teilen. Und so erfahren sind dann die meisten Senioren doch, dass sie auf dem Handy diesen Kanal öffnen können, das Video sich anhören und dann mit ihrem eigenen Liederbuch sich hinsetzen und dazu spielen können. Und das wird sehr gut genutzt und ich bekomme sehr viele positive Rückmeldungen dazu. Und auf diese Weise sind wir auch jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit miteinander verbunden. Vielleicht viel mehr, als wir es sonst wären, wenn wir uns nur zweimal getroffen hätten. Wunderbar. Das klingt nicht wie ein Schlusswort. Wir machen nach einer Musik weiter. Jetzt hören Sie ein Stück, das Beate Schmidtke selbst spielt. Ja, ich habe ein Lied gefunden, was mir persönlich sehr viel bedeutet. Es ist ein sehr altes Lied mit dem Text von Paul Gerhardt und einer Melodie von Johann Sebastian Bach. Ich stehe an deiner Krippen hier. Also ein zutiefst bezeichnetes Weihnachtslied. Ja, genau, das würde ich jetzt immer noch singen. Ja, bitte. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, erzähl und Mut nimm, alles hin und lass dir's wohl gefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Betend stehen, oh, dass mein Sinn
Lied und die Musik ist von Paul Gerhardt und der lebte vor einigen hundert Jahren. Dieter Falk, ein deutscher Musikproduzent und übrigens auch Produzent der Gruppe Pur, hat eine CD herausgebracht mit dem Titel A Tribute to Paul Gerhardt. Und von dieser CD, da möchte ich dir, liebe Beate, einen Titel vorspielen. A Tribute to Paul Gerhardt. Nun ruhen alle Wälder. Beate, wir sind jetzt im zweiten Teil der Sendung und ich weiß, dass du in der DDR groß geworden bist, wie ich übrigens auch. Wie war das Weihnachten bei dir zu Hause? Ja, Weihnachten war bei uns zu Hause nicht so traditionell, wie man sich das vielleicht in einem christlichen Haus vorstellt. Weil wir aus dem freikirchlichen Raum kamen oder kommen und deshalb bestimmte Dinge wie zum Beispiel ein Tannenbaum bei uns keine Bedeutung hatte. Also wir hatten Weihnachten keinen Tannenbaum. Es gab den Heiligabend und die Bescherung. Was zu Weihnachten immer dazu gehörte bei uns zu Hause, war das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Mein Vater hatte einen Kollegen, der in einer Kantorei mitsang und wir haben jedes Jahr Karten bekommen und wir Kinder haben uns darum gerissen, wirklich immer dorthin gehen zu können. Wir waren die Ersten in der Kirche und haben vorne in der ersten Reihe gesessen, direkt vor den Solisten. Das ist eine Kindheitserfahrung, die mir keiner nehmen kann. Ich kann heute noch die Texte alle mitsingen. Das
ist etwas ganz Bedeutsames. Also das gehörte auf jeden Fall zu Weihnachten. Und was noch dazu gehörte, eine Schallplatte, die wir hatten, die rauf und runter lief. Viele von euch oder von den Zuhörern werden die kennen. Bald nun ist Weihnachtszeit, hieß sie, so ein braunes Cover mit Schnee und einer Lampe, ich weiß gar nicht, und vielen Liedern drauf. Und diese Lieder haben wir ganz oft gehört, die haben mich geprägt, ich habe sie geliebt und ich habe in der heutigen Zeit sie wieder herausgeholt, weil ich gemerkt habe, dass diese Lieder in den meisten Liederbüchern, die man heute zu kaufen bekommt, auch für Senioren, mit denen ich ja arbeite, nicht enthalten sind. Also habe ich selber mich dran gemacht und überall Gitarrenbegleitung dazu geschrieben und die wieder zum Leben erweckt. Und ich finde viele von diesen Liedern wunderschön und würde eins davon gerne jetzt auch vorsingen. Ja, gerne. Ganz gespannt. Ja, das ist das Lied. Welches du auswählst? Das Lied Sind die Lichter angezündet. Ah ja. Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jedem Raum, Weihnachtsfreude wird verkündet unter jedem Lichterbaum. Leuchte Licht mit hellem Schein überall, überall soll Freude sein. Jedes Kind soll Freude haben, jedes Kind in jedem Land. Leuchte Licht mit hellem Schein überall, überall soll Friede. Bemerkenswerte Textzeile. Überall soll Friede sein. Das war ja auch die Botschaft, die in der DDR viel vermittelt wurde. Aber ich habe das für mich persönlich auch immer noch weiter übertragen, weil Weihnachten für mich schon bedeutet, Friede mit Gott zu haben. Und das habe ich dann auch immer so ein bisschen da hinein gelesen für mich. Überall soll Friede sein auf der Welt. Und das geht durch Weihnachten, durch Gott und durch Jesus. Ja, das ist. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich spreche da vom inneren Frieden, den man braucht, um wirklich Frieden machen zu können. Vielleicht auch mit den Leuten, mit denen man nicht so klarkommt. Und das ist eine Voraussetzung für den großen Frieden. Weihnachten in der DDR war ein bisschen was anderes als in der klassischen Bundesrepublik. Weihnachten in der DDR war betont durch die Begriffe Frieden, Familie, Völkerfreundschaft. Und trotzdem wurden damit Botschaften transportiert, die auch in der Weihnachtsbotschaft, in der ursprünglichen Weihnachtsbotschaft zu finden sind. Ja, mir ist das erstmals aufgefallen, als ich mich vor 4 Jahren ganz intensiv mit den DDR-Weihnachtsliedern auseinandergesetzt habe. Das hat den Hintergrund, dass ich auch Tischharfe spiele. Dafür gibt es so Unterlegnoten. Und
Zu Weihnachten sucht man dann immer auch Lieder, die man kennt und spielen kann. Und zu den DDR-Weihnachtsliedern gibt es einfach keine Unterlegnoten für diese Tischharfe. Also habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und Noten dafür zu schreiben und mir die Texte anzuschauen. Und mir ist wirklich aufgefallen, also die Worte Jesus, Maria, Josef, Bethlehem, Krippe, das kommt einfach in den DDR-Weihnachtsliedern nicht vor. Es überrascht uns auch nicht, aber das ist nochmal so bemerkenswert, gerade auch für die Menschen, die dann sozusagen aus dem Westen ganz neu diese Lieder kennenlernen und die zum Teil nicht kennen und ganz begeistert sind, was für schöne Lieder es gibt. Aber es wird eben auch in diesen DDR-Weihnachtsliedern sehr viel Positives transportiert. Frieden und Freude, Zusammensein in der Familie, Glück, ja, das Backen von Plätzchen und was alles noch für eine Rolle spielte, was auch Zusammenhalt bedeutet, finde ich auch ganz wichtige Faktoren. Und wir, die wir damit aufgewachsen sind, mit diesen Liedern, uns sind die sehr wichtig und uns sehr ans Herz gewachsen und wir mögen die nicht missen. Und das finde ich sehr schön, dass die auch heute wieder mehr zur Geltung kommen. Und wir singen auch in der Gitarrengruppe sehr gerne diese Lieder. Und übrigens nicht nur die Weihnachtslieder, sondern im Sommer auch viele von den neueren DDR-Liedern, die wir in der Schulzeit gelernt haben, die singen wir jetzt auch wieder gerne. Ist schon spannend, wie also Liedgut dann zur kulturellen Identität beiträgt. Ja, was vielleicht auch negativ klingen könnte, weil man grenzt sich ja damit wieder ab. Wir kennen diese Lieder, ihr kennt diese Lieder nicht. Aber es kann auch etwas Verbindendes sein und das versuche ich auch immer wieder, eben die Schönheit dieser Lieder ja herauszustellen und viele andere Menschen zu motivieren, die neuen Lieder auch kennenzulernen und lieben zu lernen. Und das gelingt auch. Hast du da jetzt ein Weihnachtslied im Kopf, das besonders diese Werte transportiert? Ich glaube, es ist schon das Lied »Sind die Lichter angezündet«, wo es wirklich um die Freude und den Frieden geht unter jedem Tannenbaum. Aber auch andere Lieder, zum Beispiel das Lied »Vorfreude, schönste Freude«, da wird in vier Strophen, werden vier Adventssonntage besungen im Prinzip. Erstes Licht, zweites Licht, drittes Licht und was gemacht wird. Die Kinder singen und üben Lieder, sie basteln irgendetwas, Überraschungen werden vorbereitet und Plätzchen werden gebacken. Also das ja zeugt wirklich von dem Leben in der Familie und dem Frieden, den diese Zeit ausstrahlen soll. Ja, das ist genau das, was ich heute ein wenig vermisse. Es wird einfach etwas gekauft und dann auf den Gabentisch gelegt. Es ist nichts mehr Selbstgemachtes. Vielleicht noch ein paar Plätzchen, wenn es hochkommt, aber auch in vielen Familien werden selbst die Plätzchen gekauft. Und das gemeinsame Vorbereiten dieses doch so schönen Festes fällt dann weg. Ist dann mehr ein Konsumfest als ein wirkliches Fest der Besinnung. Ja, das stimmt. Manchmal braucht man einen großen Mülleimer, um hinterher die Geschenkpapierberge wegzupacken. Und man fragt sich immer wieder, war es das jetzt wirklich? Ist es das wert oder was ist vielleicht doch wichtiger? Damals habe ich auch sehr viele Sachen selbst gemacht und verschenkt. Sogar das Geschenkpapier. Und sogar das Geschenkpapier gebastelt. Ja, ja, marmoriert. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Ja, haben wir auch gemacht. Auf einer Wasseroberfläche, Tropfen drauf, Papier drauf. Ja, tolle Papiere sind entstanden. Ja. Und das Ausgangsmaterial war einfach nur Farbe und Packpapier. Ja. Ja. Genau, das weiß heute keiner mehr. Aber wir sind die Elterngeneration inzwischen und es liegt natürlich auch an uns. Was geben wir weiter an die nächste Generation? Und da sind wir dann vielleicht auch nicht ganz unschuldig, weil wir uns vielleicht auch eine Zeit lang von dem Konsum haben blenden lassen und verschiedene Werte, die eigentlich wichtig sind, vergessen haben und ein bisschen hinten anstehen lassen haben. Und ich finde das wichtig, wenn die wieder ein bisschen in den Vordergrund geraten. Und da schlagen wir den Bogen zu Corona und zur Weihnachtszeit. Genau das, finde ich, sollten diese beiden Ereignisse in uns auslösen. Nachdenken über die Art und Weise zu leben und, wie man es auch werten mag, gottgefällig zu leben. Wir haben auch gemerkt in dieser Zeit, was brauchen wir wirklich? Was ist wirklich wichtig? Es war erstaunlich, im April und Mai darüber nachzudenken, was brauchen wir?
Und wenn wir eins gemerkt haben, dann ist es das, dass wir Menschen brauchen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Viele andere Dinge brauchen wir nicht oder nicht so sehr. Das ist für jeden sicherlich auch anders, aber es wird uns bewusster, wenn manches nicht mehr geht, was das Wichtigste im Leben ist. Und jetzt in der Weihnachtszeit, wenn wir viel in Familie zusammen sind, dann merkt man, dass Familie ein bedeutsamer Baustein ist. Ja, und genau das zu pflegen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, damit einzubeziehen und Ihnen Mut zu machen und Sie zu motivieren, genau diese Dinge wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn Sie es nicht schon tun, aber nach oben ist immer noch Luft, wenn es darum geht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch, Beate. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich hoffe, wir können diese Atmosphäre, die jetzt hier zwischen uns herrscht, den Zuhörern weitergeben. Das wünsche ich mir auch und allen ein gesegnetes Fest. Mit diesen Wünschen endet unser Gespräch mit Beate Schmidtke. Sie hat sich zum Schluss der Sendung ein Lied gewünscht, das 1946 entstand. Siegfried Köhler schrieb es unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges und komponierte auch die Musik dazu. 1000 Sterne sind ein Dom.